Die Initiative Sei keine Dreckschleuder, Straßengräben sind keine Mülldeponie findet auch in diesem Jahr eine Fortsetzung. Jährlich landen unzählige Tonnen Abfall in der Umwelt, achtlos weggeworfen oder illegal entsorgt. Die Entsorgung des Abfalls aus Straßengräben, Gewässern, Wäldern oder von Parkplätzen ist mit enormen Kosten, hohem Arbeitsaufwand und negativen Folgen für Mensch und Tier verbunden. Von den Kosten her können wir sagen, dass es ungefähr 1 Million Euro sind, die uns das im Jahr kostet, wo wir tatsächlich an den Landesstraßen und an Autobahnauffahrten den Müll beseitigen. Diese Kosten setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Entsorgungskosten von Materialien und eben aus Kosten, die unsere Mitarbeiter verursachen, dadurch, dass sie Tag und Nacht leider diese Materialien entsorgen müssen. Ja, wir haben gesehen, dass ca. bis 2012, 2014 die Müllmengen noch größer geworden sind. Ab dann können wir sagen, dass auch diese Aktion sehr gut gewirkt hat. Das Bewusstsein in der Bevölkerung wurde auch sehr gut geschärft. Und wir können auch sehen, dass die Müllmengen ungefähr gleich geblieben sind. Wir werten das als Erfolg, weil es nicht mehr geworden ist, obwohl die Gesellschaft natürlich derzeit mehr Müll oder leider mehr Müll produziert. Aber uns geht es auch sehr stark darum, diese Aktion in die Breite zu bringen. Uns geht es auch sehr stark darum, nicht nur im Bereich der Landesstraßen dafür zu sorgen, dass es weniger Müll gibt, sondern auch im Bereich von Gewässern, Parkplätzen, Spielplätzen. Und deswegen wollen wir auch Gemeinden dabei unterstützen, hier noch mehr auf die Bevölkerung eingehen zu können. Das Land Burgenland ist auch Unterstützer dieser Aktion, wie uns Landesrat Heinrich Dorner erklärt. Ja, zum einen unterstützen wir es durch die tägliche Arbeit der Landesstraßenverwaltung, die in den Straßengräben im Zuge der Landesstraßen, des Landesstraßennetzes hier Tag ein, Tag aus dafür sorgen, dass diese Gräben vom Müll befreit werden. Zum anderen unterstützen wir beispielsweise diese Kampagne Sei keine Dreckschleuder seit Anbeginn, seit 2009. Und diese Kampagne wurde sukzessive auch ausgeweitet, weil es geht nicht nur um die Straßengräben im Landesstraßennetz, sondern es geht um unsere gesamtheitliche Umwelt. Das können Gemeindestraßen, das können Park-and-Ride-Anlagen, das können Gewässer sein, wo es zu Müllablagerungen kommt, wo es vielleicht auch manchmal unbewusst zu Wegwerfaktionen von Plastik oder auch organischen Stoffen kommt. Und hier wollen wir das Bewusstsein der Bevölkerung wecken, dass das in Wahrheit nicht sein muss, dass wir hier viel, viel andere Möglichkeiten hätten, das Personal oder das Geld, welches dafür aufgebracht werden muss, zum Einsatz bringen können. Das kostet mit Sicherheit sehr viel Geld, weil das Personal, was wir hier angesprochen haben, natürlich Geld kostet. Und diese Zeit, wo Sie diese Entsorgung des Mülls für diese Tätigkeit da sind, die könnten ja auch bei anderen Projekten tätig sein. So gesehen wäre es natürlich von Vorteil, hier den Aufwand des Mülls weniger werden zu lassen, damit man für andere Projekte mehr Zeit und mehr Geld hat. Ich denke, etwas aus dem Auto rauszuschmeißen, das muss überhaupt nicht sein. Für Radfahrer gibt es auch Möglichkeiten, dass sie den Müll in Sackerl geben. Es gibt aber auch doch, so denke ich, ein gutes Netz an Mülleimern. Muss man ja nicht immer gleich bei der bestmöglichen Situation den Müll entfernen, sondern vielleicht darauf warten, dass ich einen Mülleimer finde. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten, den Müll nicht in den Straßengraben zu werfen. Einer der größten Unterstützer ist der BMV. Wie der BMV hier unterstützt, erklärt uns Geschäftsführer Johann Janisch. Also wir sind schon seit Beginn dieser Aktion, das gestartet hat das Ganze im Jahr 2009, dabei als Partner. Also es sind eben die Partner, die Umweltanwaltschaft, der Burgenländische Müllverband, das Land Burgenland und der ORF. Und wir sind von Anbeginn dabei, unterstützen diese Aktion auch finanziell, aber natürlich auch mit der Öffentlichkeitsarbeit und mit der Informationsarbeit. Es ist uns als Müllverband wichtig, dass Abfall nicht in der Umwelt landet. Und insofern unterstützen wir diese Aktion sehr gerne und hoffen, dass wir dann langfristig auch dazu beitragen können, dass nicht so viel Abfall in der Umwelt herumliegt. BMV-Obmann Michael Lampel hat für die Bevölkerung eine Empfehlung. Es muss ganz einfach in den Köpfen der Bevölkerung reingehen. Viele Menschen sammeln und entsorgen richtig, aber es gibt natürlich noch immer genügend, was wir finden in den Gräben, in der Wiese, in der Umwelt. Daher ist es umso wichtiger, so eine Aktion wieder zu starten, so eine Aktion wieder ins Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen, dass wirklich der Müll
fachgerecht entsorgt wird und nicht illegal entsorgt wird. Das sind derartige Kampagnen, die wir unterstützen, die wir vorantreiben, wo wir doch hoffen, dass in naher Zukunft das Littering, dieses achtlos weggeworfene Müll, dass der wirklich eingebremst wird. Auch eine Hoffnung natürlich in dem Pfandsystem, was ab 2025 kommen sollen, wo wir doch hoffen, dass die Kunststoffflaschen, die Getränkedosen nicht mehr in der Umwelt landet, ist nur ein Teil davon. Das sind Schritt für Schritt. Man muss immer wieder daran arbeiten, immer wieder die Bevölkerung sensibilisieren, dass wir da weiterkommen. Wir versuchen es seitens des Müllverbandes Jahr für Jahr mit Partnern natürlich, mit Projektpartnern, anders würde es nicht gehen. Aber wichtig sind auch, dass wir Medienpartner haben, die das auch verbreiten, derartige Aktionen auch verbreiten. Sei keine Dreckschleuder ist eine Initiative vom ORF Burgenland, der Landesstraßenverwaltung, der Landesumweltanwaltschaft und dem Burgenländischen Müllverband.